Die Konkurrenz macht Pause, Samsung legt nach. Im Test muss die Gear S3 zeigen, was die Südkoreaner im Vergleich zum Vorgänger besser machen. Vergleicht man die Gear S3 und die Gear S2 direkt miteinander, fällt auf, das neue Modell ist minimal größer geworden. Das Gehäuse bringt es jetzt auf etwa 46 x 49 x 13 mm. Auch beim Gewicht hat man zugelegt. Ohne Armbänder wiegt die neue Smartwatch 59 Gramm bzw. 63 Gramm beim Modell Frontier. Das grundsätzliche Design hat Samsung beibehalten. Es gibt punktuell einige Änderungen. Größer sind da schon die Unterschiede der einzelnen Varianten. Es gibt wieder zwei. Bei der GS2 war es das etwas sportlich angehauchte Standardmodell bzw. die Classic. Wir haben hier die GS3 Classic. Vom Schwestermodell Gear S3 Frontier unterscheidet sich diese Version durch die etwas feiner ausgearbeitete Lünette, durch die kreisrunden Tasten, die deutlich abstehen, sowie das im typischen Edelstahl-Look gehaltene Gehäuse. Bei der Frontier ist die Lünette gröber gehalten, die Tasten sind eher länglich und deutlich flacher und wir haben ein schwarzes Edelstahlgehäuse. Neu ist, dass jetzt bei beiden Varianten die Armbänder problemlos getauscht werden können. Man kann es hier erkennen, zum Einsatz kommen die üblichen 22 mm Armbänder, die binnen weniger Sekunden getauscht werden können. Ersatz gibt es im Fachhandel, in Kaufhäusern, im Internet etc. Samsung selbst bietet auch welche an, in verschiedenen Farben und Materialien. Darüber kann man die Uhr also schon im eigenen Geschmack entsprechend anpassen. Die Preisspanne ist dann reicht natürlich von wenigen Euro bis schon in höhere Sphären. Aber da ist, wie gesagt, für jeden etwas dabei. Die Verarbeitung ist sehr gut. Nichts wackelt, nichts klappert. Man hat den Eindruck, dass man eine sehr hochwertige Armbanduhr trägt. Die beiden Tasten haben einen satten Druckpunkt. Auch das bestärkt natürlich den sehr guten Eindruck. Die Lünette rastet ordentlich ein, gibt ein sehr gutes haptisches Feedback. Was man vor dem Kauf testen sollte, dadurch, dass das Gehäuse größer geworden ist, sollte natürlich auch das Handgelenk größer sein. Das wächst natürlich nicht mit beim Generationswechsel, aber wir haben es getestet. An einem dünnen Frauenarm sieht die Uhr A nicht sonderlich schick aus, weil sie einfach zu überdimensioniert wirkt und sie lässt sich auch nicht komfortabel tragen. Und selbst bei einem etwas größeren Männerarm bzw. in dem dickeren Handgelenk kann es teilweise stören. Es drückt dann leicht auf die Handgelenksknochen. Das muss jeder selber ausprobieren. Da ist es schade, dass Samsung nicht einfach noch eine zweite Größe anbietet, wie es einige Konkurrenten getan haben bzw. noch immer tun. Deutlich mehr als außen hat sich im Innern getan. Das Display misst nun 1,3 statt 1,2 Zoll, löst aber nach wie vor mit 360 x 360 Pixeln auf und basiert wieder auf einem Super AMOLED-Panel. Das bedeutet, wir haben eine kräftige Farbdarstellung, wir haben sehr gute Blickwinkel, wie man hier erkennen kann. Der Kontrast ist natürlich hervorragend, da Schwarz wirklich schwarz ist. Verbessert hat Samsung im Vergleich zum Vorgänger die Helligkeit. Die ist jetzt auch bei direkter Sonneneinstrahlung mehr als ausreichend. Wir sehen das hier, wenn wir das mal direkt in das Licht halten, kann man es immer noch ablesen. Dazu sei gesagt, wir haben hier Helligkeitsstufe 7 von insgesamt 10. Da ist also noch Luft nach oben. Das ist wirklich ein sehr großer Pluspunkt im Vergleich zur GS2. Was haben wir sonst noch neu? Der Arbeitsspeicher fasst nun 768 statt 512 MB. Der SoC ist jetzt aus eigener Fertigung, das ist der Exynos 7270, der ist explizit für Wearables konzipiert, verfügt über zwei Cortex A53 Kerne, die 1 GHz erreichen in der Spitze. Uns ist im Test nicht aufgefallen, dass es da irgendwelche besonderen Auffälligkeiten gibt in negativer Hinsicht. Die Uhr läuft flüssig, auch bei den Apps gab es nichts auszusetzen. Da muss man abwarten, wie sich das mit der Zeit entwickelt. Umfangreichere Apps brauchen natürlich auch mehr Leistung, aber wie gesagt, das muss die Zeit zeigen. Besser oder schlechter als die GS2 gefällt uns die GS3 diesbezüglich nicht. Auch die war schon nicht langsam. Der interne Speicher, der für Apps, Fotos, Musik und anderes genutzt wird, ist wieder 4 GB groß, kann natürlich nicht erweitert werden. Wir haben einen deutlich größeren Akku, der fasst jetzt 380 mAh und der wird wieder über das schon bekannte induktive Ladedock wieder befüllt. Das heißt, die Uhr wird einfach eingelegt, sie wird geladen, man kann einen Weckermodus aktivieren. Der Akkustand wird über einen kleinen Kreis, der sich füllt, dargestellt. Ein bisschen negativ aufgefallen ist, dass die Uhr sehr lange zum Laden braucht. Da wissen wir nicht ganz genau, warum.
Das ist aber kein Fehler des Testgeräts, sondern genereller Mangel der GS3. Stört aber auch nur dann, wenn man die Uhr tagsüber lädt, wer sie abends auf dem Nachttisch lädt oder irgendwo anders. Dem ist es egal, ob sie nun 2, 3 oder 5 Stunden lädt. Ja, ansonsten, es gibt zwei neue Sensoren. Altbekannt ist der Pulsmesser. Der hat im Test wieder sehr präzise gearbeitet. Auch Gyroskop, Beschleunigungsmesser und ähnliches sind wieder mit dabei. Das neue Barometer soll Luftdruck und zurückgelegte Etagen bzw. die Höhe messen. Arbeitete im Test nicht wirklich präzise. Man kann zwar mittels des ebenfalls jetzt vorhandenen GPS-Moduls die Höhe kalibrieren. Das hielt aber bei uns nur immer ein paar Stunden an. Danach waren die Werte wieder zu unpräzise, um sie für irgendwas wirklich brauchbar nutzen zu können. Das GPS ist natürlich für Sportler interessant. Das heißt, die GS3 ist ein bisschen autarker als der Vorgänger. Beim John kann das Smartphone einfach zu Hause gelassen werden. Wegstrecken werden trotzdem präzise festgehalten. Geht natürlich zulasten des Akkus, dazu aber gleich mehr. Dass Samsung bei der GS3 wieder auf Tizen setzt, ist keine allzu große Überraschung. Das App-Angebot umfasst nach eigenen Angaben inzwischen etwa 11.000 Programme. Darunter seit wenigen Tagen auch Spotify. Einige andere angekündigte Lösungen fehlen allerdings noch. Die wesentlichen Funktionen bringt die Uhr ab Werk mit. Ein paar Sachen muss man dann wieder über den erforderlichen Gear Manager auf dem Smartphone nachinstallieren. Darüber kann man auch die Zifferblätter austauschen. Das geht aber wie gesagt auch auf der Uhr. Kann einfach zwischen den vorhandenen auswählen, sie auch ein bisschen anpassen noch. Aber das geht auch auf dem Smartphone, ist dort auch ein bisschen komfortabler. Die Bedienung kennen wir von der GS2 schon. Das heißt, befinden wir uns auf dem Zifferblatt, rufen wir mit einem Dreh nach links die Benachrichtigungen auf. Das konnte man eben auch gerade über den gelben Marker sehen, dass was da ist. Nach links kommen wir durch die Shortcuts, die kann man den eigenen Wünschen entsprechend anpassen. Wir sehen jetzt hier das Barometer. Wir haben die News-Funktion, den Media Player und wir könnten jetzt einfach noch ein neues Widget oder einen Shortcut hinzufügen. Vom Zifferblatt aus selbst, der Drück auf die Home-Taste bringt uns wieder ins Menü. Da können wir entweder mit der Lünette navigieren, wie jetzt hier zu sehen, oder über den Touchscreen. Das ist beides möglich. Das heißt, die Lünette ist immer noch kein Bedienelement, das zwingend vorausgesetzt wird. Man kann alles auch über den Touchscreen bzw. die Tasten erreichen. Der Wisch von oben nach unten bringt dann den Statusbildschirm. Wir sehen, wir sind mit dem Smartphone verbunden, den Akkustand. Wir können die Helligkeit, die Lautstärke ändern. Also die wichtigsten Funktionen. Aber wie gesagt, das kennt man schon. Neu ist unter anderem, dass wir Telefonate direkt mit der Lünette annehmen und ablehnen können. Telefoniert werden kann jetzt übrigens auch über die Uhr. Wir haben den Lautsprecher verbaut hier. Wir sehen die kleinen Öffnungen. Gesprächsqualität ist ausreichend. Das reicht für ganz kurze Telefonate, aber nicht nur aufgrund der Privatsphäre sollte man da wirklich aufs Smartphone ausweichen. Die nach wie vor wichtigste Frage bei einer Smartwatch ist natürlich, wie lange hält der Akku durch? Dadurch, dass der Akku gewachsen ist, kann man natürlich das größere Display und vor allem auch das GPS-Modul ein bisschen ausgleichen. Aber auch bei der GS3 gilt, nutze ich sie, muss ich sie schneller wieder laden. Wir haben im Test mehrere Szenarien durchgespielt. Die beste Laufzeit hatten wir bei mäßiger Nutzung, so mit 10 bis 15 Benachrichtigungen am Tag, nur wenigen Minuten Fitness-Tracking, eine Helligkeit auf Stufe 7 und der deaktivierten Always-On-Funktion. Da hatten wir dann rund 5 Tage, bis wir wieder laden mussten. Das ist schon ein sehr guter Wert. Wer allerdings das Always-On-Display wirklich nutzen will, muss nach so anderthalb bis knapp 2 Tagen wieder laden. Das heißt, die Funktion geht wirklich zulasten des Akkus. Noch deutlicher verkürzt wird die Laufzeit, wenn man regelmäßig die Fitness-Tracking-Funktion nutzt. Das ist natürlich der Pulsmesser, der sehr viel Strom benötigt oder vergleichsweise viel Strom benötigt. Noch schlimmer wird es dann, wenn man das GPS nutzt, um die Strecken beim Joggen oder bei ähnlichem zu messen. Da kommt man dann auf Ladezyklen von jeden Tag bis teilweise zweimal am Tag. Da ist die GS3 nicht anders als eine Apple Watch oder die anderen Uhren mit vergleichbarem Funktionsumfang. Man muss also wirklich schauen, was will ich mit der Uhr machen, wie oft muss ich laden und man muss sich damit anfreunden, dass man sie dann im Zweifelsfall wirklich jeden Tag wieder laden muss. Das Fazit fällt kompakt aus. Die GS3 ist schlicht die beste Smartwatch, die Samsung bislang in den Handel gebracht hat. Das Gehäuse überzeugt, der Tragekomfort ist ein ausreichend großes Handgelenk vorausgesetzt gut.
Es gibt an der Performance nichts zu kritisieren. Man hat das Display verbessert. Es gibt zusätzliche Hardware, die im Test nicht immer ganz überzeugen konnte. Stichwort Barometer. Und dem gegenüber stehen nur sehr wenige Kritikpunkte. Wir haben einmal das eben schon genannte Barometer. Wir haben allerdings auch kleine Probleme mit der automatischen Tracking-Funktion. Eigentlich soll die GS3 automatisch erkennen, wenn wir anfangen zu laufen oder andere Sportarten betreiben. Nicht nur, dass die Automatik nicht immer angesprungen ist, sondern sie hat teilweise auch völlig falsche Sachen erkannt. Also aus Gehen wurde Joggen, aus dem Schieben eines Kinderwagens wurde auf einmal Joggen. Da kann Samsung vielleicht per Update noch was verbessern, aber aktuell sollte man sich auf die Automatik nicht verlassen, sondern immer manuell starten. Wir sind da im Artikel ausführlicher darauf eingegangen. Ja, ansonsten, die uneingeschränkte Empfehlung können wir nicht aussprechen, trotz aller Qualitäten, weil hier und da immer noch was zu verbessern ist. Optisch ist sie natürlich eine ganz andere Nummer als beispielsweise die Apple Watch. Die wiederum hat das bessere App- und Funktionsangebot dadurch. Das Android Wear Lager darf auch nicht ignoriert werden, auch wenn das natürlich in eine bisschen andere Richtung geht. Es gibt für den professionellen oder ambitionierten Sportler deutlich präzisere Modelle. Da haben wir Garmin und Polaris beispielsweise genannt. Und am Ende ist auch der Preis ein bisschen arg hoch ausgefallen. Samsung verlangt unverbindliche 399 Euro, unabhängig von der gewählten Variante. Im Handel hat sich der Preis jetzt so bei 380 Euro eingependelt. Wer auf die Neuerungen verzichten kann, also kein GPS, kein Barometer braucht und vielleicht sogar eher ein kleineres Gehäuse möchte, aber die Bedienung interessant findet und auch das Design mag, sollte dann auf die GS2 schauen. Die bietet Samsung nach wie vor an, hat sogar den Preis etwas gesenkt. Den direkten Vorgänger dieses Modells, sprich die GS2 Classic, gibt es im Handel für etwa 280 Euro, also 100 Euro weniger. Wer lieber das sportliche Modell mag, mit der Einschränkung, dass die Arme dann nicht problemlos getauscht werden können, der muss etwa 210 Euro kalkulieren, spart also nochmals mehr Geld.